Ja, schönen guten Tag. Tarek Sala ist mein Name. Ich werde Ihnen heute ein bisschen was über die Azure Cloud erzählen und in dem Sinne ganz speziell etwas über IoT-Lösungen, Serverless Computing und Power Apps. Schauen wir uns noch mal ganz kurz so ein bisschen an, wie heute der Fahrplan ist. Hier ist quasi noch mal eine kurze Einführung über mich zuerst. Ja, ich bin ursprünglich eigentlich Physiker, bin dann aber letztlich in der IT-Beratung gelandet, wie es so häufig der Fall ist, wo sich halt letztlich die Türen quasi öffnen und ich beschäftige mich auch in meiner Arbeit typischerweise mit Daten von A nach B schieben, insbesondere Daten, die von IoT-Devices generiert werden und wie man daraus insbesondere auch Insights generieren kann. Und am liebsten das Ganze halt auch in der Cloud. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd an der Stelle. Was wir uns quasi anschauen wollen, ist zuerst eine kurze Demo, was man alles so Schönes machen kann in der Azure Cloud. Und später wollen wir uns quasi auf ein paar Sachen mal eingehen. Insbesondere spannend, denke ich mal, ist der Part mit den Azure Functions. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine Sache, die so viel Potenzial hat, dass man da auf jeden Fall ein bisschen mehr Wissen drüber haben sollte. Genau. Dann legen wir los. Also gucken wir uns das mal kurz mal etwas näher an. Ich muss an der Stelle eine Stelle sagen, um Ihre Erwartungen leider etwas dämpfen zu müssen. Es gibt dann quasi ein leichtes Problem mit der Power-App und ich habe es auch irgendwie im Vorfeld nicht mehr so ganz hinbekommen. Deshalb habe ich jetzt quasi als Backup einfach nochmal das eingeblendet, so wie das normalerweise aussehen sollte im Frontend. Wir gucken uns aber trotzdem das Backend gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und wie gesagt, eventuell muss man mal schauen, ob ich das irgendwie im Nachhinein nochmal hinbekomme, aber lassen wir uns mal überraschen. Also, was man quasi normalerweise mit einer Power-App tut, ist, dass man in der Lage ist, ein Custom-Dashboard ohne großartig Code zu erstellen. Das heißt also, Sie haben eine Website, eine App, die könnte also quasi entweder im Internet auf einer Website oder halt zum Beispiel auf Ihrem Handy gehostet sein. Und was wir hier zum Beispiel jetzt hätten, wäre jetzt eine Karte und diese Karte, die zeigt mir Taxidaten an, die ich im Backend habe. Das heißt also, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie 100 Taxis, die haben alle eine bestimmte ID. Und wenn ich, gucken wir mal, ob ich hier die Maus mal hinbekomme. Ah, okay. Können Sie das sehen so halbwegs? Ja, okay. Wie gesagt, und wenn ich, jetzt habe ich hier quasi meine verschiedenen Taxis mit den verschiedenen Fahrern und jetzt kann ich die quasi hier auf der Karte mit einblenden. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel an der Stelle anders farblich gestalten, wenn zum Beispiel irgendwo Zustand schlecht ist und das Taxi gewartet werden muss. Oder zum Beispiel, was wir auch bei Kunden durchaus so machen, ist, dass das Taxi zum Beispiel zu spät kommt und der Kunde mal benachrichtigt werden muss. Dann könnte ich an der Stelle zum Beispiel in diesem Dashboard das entsprechende einblenden. Das heißt also, letztlich die Power-App ist an der Stelle unser Frontend. Und schauen wir uns ganz kurz mal an, wie das nachher hinten raus aussehen würde. Ich habe jetzt quasi hier so ein bisschen auf dem High-Level mal abgebildet, wie die ganze Infrastruktur dahinter ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht in die Sicht verdecke. Ich habe quasi zu Anfang erstmal eine Trip-Database, das heißt also, da sind quasi Taxi-Trips drin, gucken wir uns gleich etwas näher an. Und was mache ich? Naja, ich generiere mir erstmal ein paar IoT-Daten, denn leider habe ich nicht 100 Taxis, die für mich herumfahren, dementsprechend muss ich da ein bisschen tricksen. Und was dann letztlich damit passiert ist, diese Taxidaten, die werfe ich in die Azure Cloud. Typischerweise das Einfallstor für IoT-Daten ist das IoT-Hub oder auch das Event-Hub. Da muss man immer schauen, was da die entsprechenden Voraussetzungen sind, die Sie benötigen. Ist es eine unidirektionale Kommunikation, das heißt also Daten kommen nur in die Cloud, dann nehmen Sie das Event-Hub.
Das heißt also, da haben Sie letztlich nur die Richtung von Device nach Cloud. Benötigen Sie eine bidirektionale Kommunikation, dann sind Sie mit dem Event-Hub an einer besseren Stelle, denn das können Sie darüber auch noch mit abbilden. Interessanterweise von meinem Backend-Part, von diesem Stand aus, basiert eigentlich das IoT-Hub letztlich auch auf dem Event-Hub. Das heißt, es baut letztlich nur noch darauf auf, ist also ein bisschen der große Bruder. Genau. Und wenn wir diese Daten jetzt haben, dann kommen diese Daten hier in unsere SQL-Datenbank. Das könnte aber auch eine Cosmos-DB oder ein Table-Storage, was auch immer sein, je nachdem, wo Ihre Lieben-Anteile sind. Und genau, wenn wir die Daten hier haben, dann möchte ich auch vom Frontend darauf zugreifen. Und wie tun wir das? Naja, wir haben hier eigentlich einen Custom Connector uns gebaut. Wie gesagt, der macht leider heute irgendwie etwas Probleme. Ich weiß es auch nicht genau, warum. Was wir dann tun, ist quasi, dass wir mit weiteren Azure Functions nachher auf unsere Datenbank draufgehen. So, aber viel geredet, schauen wir uns das Ganze doch mal etwas im Detail mal an. So, und zwar gucken wir doch mal. Das hier ist das sogenannte Azure Data Studio. Sie werden das wahrscheinlich nicht so gut sehen, deshalb werde ich es mal ein bisschen größer machen. So, ich glaube, jetzt müsste das ganz gut passen. Kann jeder das gut sehen? Sehr schön. So, gucken wir hier mal rein. Ich habe hier quasi meine Datenbank, das ist meine Traffic Data Datenbank. Und gucken wir mal rein, was wir haben. Ich habe hier meine, wo sind sie? Yellow Cap, Trip Data, genau. Das sind Daten ursprünglich aus der Stadt New York. Wer kennt das New York Taxi Dataset? Mal Hand hoch. Keiner? Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Die Stadt New York hat seit 2012 oder 2013, glaube ich, gibt die relativ viele Daten zum Spielen quasi öffentlich preis. Und unter anderem sind dort auch alle Taxi-Trips für jedes der einzelnen Jahre, die dort hinterlegt sind. Das ist pro Jahr, naja, die nicht ganz ungefährliche Menge von knapp 160 Millionen. Dementsprechend doch eine ganze Menge. Aber wenn man sich das näher anschaut, das ist eigentlich auch durchaus sinnvoll, was da drin steht. Das heißt also, typischerweise habe ich hier irgendwo einen Trip. Nehmen wir zum Beispiel den hier, das ist jetzt der mit der ID 6. Der ist direkt quasi zu Neujahr ist der gestartet. Na gut, offensichtlich ist die Person nicht weit gefahren. Vielleicht hat sie ins Taxi gekotzt, ich weiß es nicht. Jedenfalls nach 30, 40 Sekunden war die Fahrt schon wieder beendet. Und am Schluss gucken wir mal, sehe ich quasi hier, wo ist er aufgegabelt worden, wo ist er abgesetzt worden und was hat er bezahlt? Irgendwie 2,50 Dollar. Naja, vermutlich. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt, aber man kann auf jeden Fall sehen, durchaus spannende Daten sind das. Früher war es tatsächlich sogar noch so, dass sogar noch der Fahrer noch mit hinterlegt war. Dieser Wender hier, das ist nur die Art und Weise, wie das Taxi bestellt wurde. Das ist quasi so, wie als ob man hier irgendwie mit MyTaxi das Ding bestellt oder mit dem anderen Anbieter, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. So kann man sich das in etwa vorstellen. Genau. Was man jetzt, wie gesagt, draus machen kann, ist, dass man anhand dieser Daten sich, wie gesagt, die entsprechenden Routen mal generiert. Das habe ich auch gemacht. Da kommen wir gerne auch gleich nochmal drauf zu, weil das ist nämlich auch durchaus spannend, wie man solche Batch-Tasks auch mit Azure Functions sehr, sehr schön und sehr, sehr günstig insbesondere machen kann. Und was wir jetzt quasi erhalten, ist Folgendes. Ich bekomme jetzt quasi hier, so, gucken wir mal. Ich bekomme jetzt für jeden meiner Trips, nehmen wir zum Beispiel mal diesen hier, bekomme ich jetzt quasi verschiedene, oh Moment, kann man das ein bisschen highlighten? Ah, oh, nicht so wirklich, okay. Also ich bekomme jetzt quasi für jeden meiner Trips, bekomme ich jetzt letztlich die einzelnen Fahrtabschnitte und das sind jetzt quasi die Daten, die wir uns einfach mal generiert haben und die jagen wir ins Event Hub. So kann man sich das jetzt mal vorstellen und jetzt sehe ich ja auch, okay, wie viele Sekunden ist der gerade schon unterwegs gewesen, in dem Fall zum Beispiel 69 Sekunden bis zum ersten Wegpunkt, dann hat er wieder ein Signal gesendet nach 133 und so weiter und so fort.
So, gucken wir uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Jetzt denkt man sich ja, okay, diese Integration, die ist bestimmt super, super kompliziert. Aber das ist nicht richtig. Azure Functions ist ein Dienst, der unglaublich gut mit anderen Daten integriert ist. Und wenn man sich das näher anguckt, sieht das quasi jetzt folgendermaßen aus. So, gehen wir mal hin. Ich mache das ein bisschen groß, damit Sie auch was sehen können. So, gucken wir hier nochmal rein. Ich habe hier quasi ein Azure Functions Projekt, wo da sind noch ein paar andere Sachen drin, Data Factories etc. pp. Und wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass Daten an das IoT oder das Event Hub gesendet werden sollen, dann ist das ganz, ganz einfach. Und zwar gehen wir mal hier mal hin, das ist diese Funktion. Was muss man tun, damit das da reinkommt? Sie benutzen bei Azure Functions sogenannte Bindungen. Eine Bindung ist nichts anderes, als dass die Azure Function zu bestimmten Data Stores schon einen vorgefertigten Connector besitzt. Das heißt also, Sie müssen nicht mehr selber machen. Das werden wir jetzt auch gleich hier mal näher sehen, wenn ich das mal wegklickere. Dann sieht man hier auch, was ich zum Beispiel machen muss, wenn ich zum Beispiel Daten von der SQL-Server-Datenbank möchte. Das ist nämlich hier tatsächlich der Fall. Das heißt, ich muss hier wirklich selber arbeiten. Ich muss hier selber Queries schreiben. Muss nachher auch, wenn man hier mal näher reinguckt, ich muss nachher tatsächlich hier hingehen und muss mir einen Connection String aufsetzen mit einer SQL Connection, muss das Ganze parsen, die Parameter etc. pp. Dann muss ich das Ganze auslesen und nachher wegschreiben. Sie merken schon, das ist erstmal grundsätzlich ein bisschen Arbeit. Das ist zum Beispiel bei anderen Data Stores, die von Azure Functions nativ unterstützt werden, nicht der Fall. Das kann man zum Beispiel hier sehen, wenn wir mal zurückgucken. Das Event Hub ist direkt damit verknüpft, dass ich einfach hier eine entsprechende Bindung setze. Und zwar ist das diese hier. Was ich sage ist einfach, der Function, ich habe hier noch ein Event Hub mit verknüpft. Das nennt sich jetzt in dem Fall zum Beispiel einfach Dest. Ich habe hier einfach noch den Event Hub Connection String hinterlegt. Der sitzt in meinen Settings. Das heißt, den habe ich irgendwo einfach hinterlegt. Und zwar an der Stelle. Wenn man sich das mal anschaut, ist das einfach quasi der Connection String, den ich aus dem Azure Portal bekomme. Das heißt also nichts, wo ich jetzt irgendwo arbeiten müsste. Und dann sage ich mir einfach, okay, wie heißt das Objekt bei mir im Code? Das nennt sich Output Events. Und das Einzige, was ich tue, um mit einer Azure Function ein Event habe, mich anzuflanschen, ist genau diese eine Zeile hier. Das ist so einfach. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen unscharf. Müssen wir nochmal sagen, dass Sie hier nicht sehen können. Machen wir es mal größer, dass man das hoffentlich auch kennen kann. Genau, jetzt sollte es besser sein. Das heißt also quasi, ich krieg das direkt mit einer einzigen Zeile kriege ich das geschenkt. Genauso geht es auch in der anderen Richtung. Das heißt also, jetzt kann ich natürlich Folgendes tun. Jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und kann auch Daten aus dem Event Hub bekommen. Das könnte ich zum Beispiel hier so machen. Und jetzt sieht man hier quasi auch genau dasselbe. Das Einzige, was ich jetzt hier sage, ist, jetzt habe ich natürlich kein Event Hub, sondern einen Event Hub Trigger. Und das Einzige, was ich wieder angebe, ist mein Connection String. Und dann gehe ich hin und sage einfach, bitte gib mir doch mal hier den entsprechenden Input aus dem Event Hub, sobald quasi irgendein Event generiert ist. Und dann holt er sich das automatisch ab und ich bin fertig. Das heißt also, diese Integration zwischen dem Event Hub und der Azure Function ist so, so stark, dass man wirklich nahtlos damit anfangen kann zu programmieren. Jetzt überlegen Sie sich wahrscheinlich, okay, normalerweise kennt man ja, dass zum Beispiel das
Stream Analytics hinter ein Event Hub geschaltet wird. Das ist ja immer das, was auch Microsoft typischerweise vorschlägt, um IoT-Strecken abzubilden. Das heißt also, Sie haben erstmal das Event Hub und schalten dahinter Ihren Stream Analytics. Das heißt also, alle Events, die reinkommen, werden über diesen Datenstrom abgefrühstückt. Warum machen wir das also jetzt mit Azure Functions? Nicht einfach, weil es geht. Klar, das ist natürlich auch schön für mich, einfach zu sehen, dass es funktioniert. Der Grund ist aber ein anderer. Der Grund ist der, dass ein Azure Stream Analytics mir nur dann Vorteile bringt, wenn ich genau zwei Sachen habe. Erste Sache, ich habe mindestens Pi mal Daumen 20 bis 30 Millionen Events pro Monat. Vorher, darunter, kommen wir nämlich an eine Stelle, wo die Kosten für das Stream Analytics so viel höher sind, dass es sich gar nicht erst lohnt, das aufzusetzen. Also Sie merken schon, wir reden schon aber in relativ hohen Sphären. Zweiter Punkt ist, was Sie natürlich mit den Azure Functions jetzt hier nicht so schön bekommen, ist, wenn Sie Ihren Stream aggregieren müssen, beziehungsweise wenn Sie den, wenn Sie zum Beispiel Windows und umsetzen. Das heißt also zum Beispiel, innerhalb der letzten 10 Minuten gib mir bitte den Max-Wert und gib mir dann immer den davor. Das wäre zum Beispiel so ein Window, was jetzt hier relativ schwierig umzusetzen ist, weil man muss es jetzt wirklich coden. Aber das ist wirklich dann etwas, was man im Stream Analytics mit einer ganz einfachen SQL-Abfrage leicht hinbekommt. Was aber zumindest aus meiner Erfahrung heraus der Fall ist, das wollen viele manchmal gar nicht. Also ungelogen, der Trend geht bei ganz vielen einfach nur dahin, dass sie mit dem Stream, den Stream Analytics einfach nur deshalb daran flanschen, weil es halt schnell, einfach ist und er quasi in Anführungszeichen nicht viel kostet. Also in der untersten Stufe, glaube ich, wenn ich richtig denke, ich glaube 80 Euro pro Monat, so in der Größenordnung, also nicht sehr teuer. Aber es ist trotzdem so, dass sie eigentlich nur die Events ziehen, die vielleicht nochmal durchtransformieren und weiterleiten. Das heißt also, es findet eigentlich gar keine Interaktion zwischen den einzelnen Events statt. Und wenn das der Fall ist, dann sollten Sie definitiv auf das hier zurückgreifen. Weil die Azure Functions an der Stelle A, genauso gut integriert sind. Wie man sieht, es ist letztlich erstmal nur ein Einzeller, den ich machen muss, um Events zu liefern oder abzuholen. Und nachher das bisschen transformieren, das kriegt man auch noch hin. Das geht relativ zügig und da gibt es auch sehr, sehr gute Beispiele auch von Microsoft dazu. Der Unterschied ist aber jetzt der Preis. Gucken wir uns das mal näher an. So, gehen wir mal hier mal gucken. Ups. Wer von Ihnen kennt den Azure Pricing Calculator? Perfekt, ja? Sehr gut. Dann gucken wir uns das mal an, das ist ganz wichtig. Der Azure Pricing Calculator, den kann ich einfach finden, indem ich einfach mal hier einfach mal bei Google gucke. Dann bekomme ich den und jetzt mache ich das mal ein bisschen größer, damit alle gucken können. Genau, so sollte es okay sein. Das heißt also, es gibt quasi den sogenannten Preisrechner bei Microsoft Azure. Dieser Preisrechner ist kein verbindliches Angebot von Microsoft an Sie, aber es gibt Ihnen eine sehr gute Empfindung darüber, was Ihre Anwendung, die Sie planen, kosten wird. So. Schauen wir uns das näher an. Man kann hier quasi sehen, okay, ich habe hier verschiedene Kategorien, zum Beispiel Compute, da sehe ich hier sowas eben wie Virtual Machines, Azure Functions, interessant. Dann kann ich auch zum Beispiel sehen hier Internet of Things. Man sieht, es sind auch einige Sachen doppelt, auch hier tauchen zum Beispiel Azure Functions auf. Das heißt also, es ist jetzt keine eindeutige Liste, aber man kann quasi nach dem Gebiet einfach gucken, was interessant ist. Und jetzt fischen wir uns auch einfach mal Tatsache mal das hier mal raus. Azure Functions und auch einmal den Azure Stream Analytics. Und nur um das mal zu vergleichen. Ups, nee, eine Cosmos DB brauche ich jetzt gerade nicht. Können wir mal rauswerfen. Das ist noch von letztens irgendwann drin. Fangen wir mal kurz mit dem Stream an. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt in Amsterdam im westeuropäischen Datencenter. Wir möchten das Ganze natürlich gerne in Euro sehen. Das heißt also, wir müssen mal gucken, wo ist das? Genau, hier unten kann ich das umstellen. Das heißt also, ich möchte gerne Euro. Und
Genau, Support brauchen wir nicht. Das interessiert uns jetzt gerade überhaupt nicht. Okay, sehr schön. So, gucken wir uns das einmal an. Der Stream läuft jetzt mal den ganzen Monat durch. Und zwar mit einer Einheit. Das heißt also wirklich so ziemlich das Geringste, was man sich vorstellen kann. Das nehmen wir mal raus. So. Was sehe ich? Okay, das Ganze kostet mich 73,87 Euro. Darin ist jetzt natürlich erstmal nicht enthalten, wie viele Daten ich tatsächlich damit verarbeiten kann. Das hängt ein bisschen davon ab, wie teuer Ihre Query ist, die Sie machen. Das heißt also, wenn, nehmen wir an, Sie haben eine ganz, ganz einfache Query, die Sie darin absetzen, dann ist das so, ja, also Sie können auf jeden Fall pro Stunde, können Sie ganz getrost, denke ich mal, 1 Million Daten verarbeiten mit so einer geringen Schaltung. Das sollte kein Problem sein. Wenn Sie jetzt aber irgendwas Teures haben oder Sie haben ganz, ganz große Events, das kann auch sein, habe ich auch Kunden, die dann mit Events, die weiß ich nicht, 100 Kilobyte jeweils groß sind, was halt ziemlich viel ist, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen niedriger. Dann sprechen wir hier eher so von 50 bis 100.000 vielleicht in der Größenordnung pro Stunde. Wollen wir das mal hochrechnen? Nehmen wir mal an, das ist jetzt so ein bisschen was, ja, so in der Mitte, sagen wir mal vielleicht 500.000 pro Stunde. So, das heißt also 500.000 mal 24 mal 30. So, dann haben wir hier irgendwie 360 Millionen. Ne? Das ist quasi das Maximum. So, und schauen wir mal an, was der ganze Spaß bei den Azure Functions kostet. So, jetzt haben wir hier auch, wollen wir natürlich auch Europa Westen. Und jetzt sehe ich hier schon, ganz wichtig, die ersten 1 Million Ausführungen, die kriege ich sogar geschenkt. Das heißt, da bezahle ich erstmal überhaupt gar nichts. Und bis ich die erreicht habe, fahre ich komplett kostenlos. Das ist doch schon mal nett und ganz cool. So, nehmen wir mal an, hier mit unserem Arbeitsspeicher mit 128, da reichen wir. Das sollte auch, denke ich, passen. Das haben wir beim anderen ja auch uns da ausgedacht. Und wir behaupten mal, die Ausführungszeit dauert 1 Sekunde. Keine sehr, sehr schwierige Geschichte. So, dann probieren wir doch mal, uns mal was zu überlegen. Also vielleicht fangen wir doch mal an mit 20.000, 200.000. Man sieht, er ist immer noch bei 0. Jetzt machen wir mal 2 Millionen. 2 Millionen sind wir bei 17 Cent. So, machen wir mal 20 draus. Dann wird es schon ein bisschen mehr, ne? Dann sind wir hier bei 30. So, und wenn ich jetzt natürlich auf 200 gehe, dann sehe ich, okay, jetzt fange ich an, tatsächlich teurer zu werden. Das heißt also, wir sehen quasi, ab welcher Größenordnung man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, lieber den Stream zu nehmen. Das heißt also, frühestens, allerfrühestens, was wir vorhin schon gesagt haben, bei 20 Millionen, bis dahin bin ich hier deutlich günstiger und 20 Millionen muss ich erstmal erreichen. Also da so viele Daten muss ich erstmal generieren mit meinem Event-Hub, dass ich da wirklich rankomme. In unserem Fall mit unserer Taxi-App sind wir natürlich da ganz, ganz weit davon entfernt, weil selbst wenn, sagen wir mal, keine Ahnung, 5.000 Taxis gleichzeitig rumfahren und einmal pro Minute uns Daten senden würden, dann merkt man, dann kann man sich das leicht hochrechnen, da kommen wir noch ganz, ganz weit, da sind wir noch ganz weit weg davon. Okay, das heißt also, das lernen wir. Die Integration ist super einfach und später auch funktioniert das auch preislich auch sehr, sehr gut, bis wir halt irgendwo an einer bestimmten Schwelle ankommen. Dann ist halt dann plötzlich der Stream natürlich günstiger, weil er einfach dauerhaft provisioniert ist. So, aber jetzt gucken wir uns doch mal das Ganze mal in Action ein bisschen an. Und zwar machen wir Folgendes. Das ist übrigens Visual Studio Code. Für die alle, die es noch nicht kennen, das ist so ein bisschen die .NET Core Visual Studio Umgebung ist noch, noch nicht so hundertprozentig an der Funktionalität vom Visual Studio selbst dran, ist aber schon sehr, sehr nett, insbesondere für .NET Core Applikationen ist das sehr, sehr schön. Wie würde ich das jetzt hier machen? Ich würde es hier reingehen und würde jetzt, ich würde es einfach hier hingehen, würde mir halt entweder anfangen, hier ein neues Projekt zu kreieren, das wollen wir jetzt aber nicht machen, oder ich sage einfach Create New Function, das können wir ja aus Spaß mal tun. Dann fragt er mich, na gut, was möchte ich? Sieht man auch schon, was habe ich denn alles hier so für Trigger? Das heißt also, ich habe hier den guten alten Cronjob, das heißt einen Timer-Trigger.
ich kann das Ding per HTTP triggern. Das heißt also mit anderen Worten, ich liefere von irgendwo schon einen Payload per GET oder per, also per GET natürlich nicht, aber per POST. Kann aber beides benutzen. Ich könnte auch einen Blob-Trigger benutzen, sehr spannend. Zum Beispiel für so ein Szenario wie, Sie haben eine Website, jemand darf etwas uploaden, zum Beispiel ein Bild, und dann wird das quasi automatisch im Hintergrund skaliert, weil der Blob-Trigger, sobald das Ding im Blob angekommen ist, geht diese Function hier los. Das heißt, die wird automatisch durch dieses Event des Blob ist jetzt plötzlich da getriggert. CosmosDB, super spannend. Damit kann ich quasi auch die CosmosDB nahtlos auch integrieren, genauso wie das Event Hub. Durable Functions ist eine ganz, ganz neue Sache. Gucken wir uns nachher gerne auch nochmal mit an. Event Hub hat man schon, Queues, Service Bus. Also man sieht, man hat auf jeden Fall eine ganze Menge hier da. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir doch mal tatsächlich den Event Hub Trigger. Wir sind ja im IoT-Umfeld. Das heißt also, jetzt fragt er mich, okay, wie soll das Ding heißen? Ich nenne das einfach mal. So, dann fragt er mich noch, was ist denn der Namespace? Mein Namespace könnte jetzt zum Beispiel Test sein. Genau. So, dann fragt er mich noch, habe ich denn eventuell hier schon irgendwie einen netten Event Hub Connection String? Ja, den habe ich zufälligerweise da. So, und wie heißt denn mein Event Hub? Na gut, ich könnte es jetzt zum Beispiel nennen, wie das heißt tatsächlich heißt. Das ist Traffic Data. Zack. Dann sagt er, ja, okay, ich fange mal an. Und dann sehe ich schon, wenn man hier mal guckt, das hat er jetzt quasi neu generiert. Das heißt also, ich habe hier letztlich schon mehr wie komplett fertig den Event-Hub-Trigger der Function. Was ich jetzt tun kann, ist, entweder lasse ich das mal bei mir lokal laufen oder wir laden das hoch. Hochladen wäre ganz einfach. Da würde ich jetzt einfach hier hingehen, gehe hier auf meine entsprechende Azure-Function drauf und dann sage ich einfach Deploy. So einfach. Können wir gerne mal machen. Tun wir auch mal. So. So, einmal ja, bitte. So, und dann hat er natürlich hier noch ein paar Publish-Tasks, die er macht. Man sieht das hier so im Hintergrund. Da umtreibt ihn einiges. Und ja, in der Zwischenzeit Kaffee holen. Und dann sind wir letztlich auch schon fertig. Genau. Was passiert dann noch? Na gut, ich muss ihm irgendwie auch noch sagen, wie meine Konfiguration ist. Das heißt, also ich habe ja hier dieses wunderbare App-Settings-File, wo meine ganzen Sachen drinstehen. Das heißt, also hier stehen ja meine ganzen Passwörter etc. Alles steht hier drin. Das möchte ich natürlich nicht irgendwo hardcoden, möchte es auch nicht in meine Source-Code-Verwaltung bringen, möchte aber, dass das Ding auch irgendwie am Schluss da landet, wo es soll. Das heißt also, ich gehe dann quasi hier hin, gehe dann einfach nochmal einmal in die App-Settings rein. Ah, er ist fertig, genau, perfekt. Genau, machen wir gleich, mein Freund. So, dann gehe ich quasi hin und sage Upload Local Settings. Er fragt mich natürlich, oh, er fragt mich nicht, na gut. Dann überschreibt das halt, wahrscheinlich habe ich ihn das irgendwann mal weggeklickt, weil es mich genervt hat. Jedenfalls, jetzt überschreibt er das und jetzt habe ich das alles auch in Azure. Und damit Sie sehen, dass ich Ihnen quasi keinen Murks erzähle, schauen wir uns das mal an. Also ich gehe jetzt einfach hier ins Portal rein. Ja, ich möchte gerne angemeldet bleiben. So, das machen wir wieder ein bisschen größer. So, dann haben wir hier letztlich versteckt unsere App. Moment, warum will er nicht? Ach so, sehr gut. So, dann haben wir hier diesen Traffic Generator. Und ja, ich habe noch ein bisschen Credit übrig, danke. So, und was ich sehe, ist, wenn ich hier raufgehe auf meine Funktion, dann müsste ich jetzt hier auch meine Tests auch sehen. Ah, da ist er. Das heißt, blablub habe ich erfolgreich abgeloadet. Er hat es auch direkt enabled. Das heißt, also das Ding läuft direkt los. Oh, Sie müssen nichts weiter tun. Wenn wir jetzt quasi hier weiter reingucken würden, können wir mal schauen. Das ist hier meine Function. Dummerweise ist es hier so, weil ich es... Ich bin persönlich ein Verfechter vom guten alten .NET-Code. Das heißt also C-Sharp vorher verarbeitet, das heißt also kompiliert. Dementsprechend kann man hier nicht allzu viel sehen, weil es ja alles DLLs sind, die nicht mehr so ganz leslich sind. Wenn Sie eine andere Sprache benutzen, das ist übrigens möglich, Sie können PowerShell, JavaScript, C-Sharp, was geht noch?
Noch eine ganze Menge. Python funktioniert auch. Das heißt also, Sie, sage ich mal, Ihre beliebteste Sprache, die Sie gerne nutzen möchten, können Sie eigentlich auch hiermit benutzen. Meistens sieht das auch so, genau, C-Sharp Script funktioniert übrigens auch. Bei C-Sharp Script hätte ich jetzt tatsächlich auch hier den entsprechenden Function Code, könnte ich sogar im Portal mit editieren. Wie gesagt, ist jetzt nicht so meine Lieblingsmethode, weil ich einfach gerne den Kompilierer auch ein bisschen arbeiten lasse. Dementsprechend sehe ich jetzt hier nicht viel, aber wenn ich hier einen kleinen Trick mache und ein bisschen herunterscrolle, dann sehe ich hier ganz unten versteckt die Logs. Das ist ganz wichtig, wenn Sie wirklich die Logs suchen, die sind hier unten versteckt und man muss immer runterscrollen. Das hat Microsoft richtig clever gelöst. So, und wenn ich hier reingucke, dann sehe ich hier schon, dass hier offensichtlich auch ein bisschen was passiert. Das heißt also, kann es hier zum Beispiel sehen, der hat es hier tatsächlich schon vom Event-Hub, von unserem Event-Producer, der da immer fleißig Daten reinpustet, sieht man hier, okay, da kommt auch wirklich was an mit verschiedenen Trips und die hat er jetzt bekommen. So einfach. Das heißt also, ziemlich nice und eine ziemlich coole Möglichkeit, wie gesagt, IoT-Daten ganz, ganz schnell in seine Lösung mit zu integrieren. Genau. Gehen wir noch mal kurz mal zurück auf unsere Slides. Schauen wir mal, wo wir hier gewesen sind. Na, wo ist meine Maus? Hallo? Ah, jetzt kommt sie wieder. Nee. Oh, meine Maus ist weg. Das ist ja spannend. Okay. Oh, also, hat gerade schon abgearbeitet. So, Azure Functions war auch mit dabei. Genau. Und was wir uns quasi jetzt noch mit angucken wollten, ist der Punkt Power Apps. Genau. Gehen wir nochmal zurück. Wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit. Schauen wir uns das mal genauer an. Power Apps. Power Apps sind erstmal grundsätzlich ziemlich ähnlich zum Power BI, was man eventuell auch kennt. Power BI ist so eine Geschichte, Sie möchten gerne eine User-Lizenz haben und ich muss das wieder ein bisschen größer machen. So, genau. Sie möchten gerne eine User-Lizenz haben für einen Monat und damit können Sie dann zum Beispiel für sich Dashboards deployen. Oder sie auch für andere Leute, die auch eine Lizenz haben, natürlich auch freigeben. Und hier ist das quasi so etwas ähnlich. Das heißt also, bei den Power Apps zahle ich letztlich quasi auch pro User pro Monat, aber auch pro App und auch einen ähnlichen Preis wie bei Power BI, 8,40 Euro. Oder ich sage, hey, ich brauche hier richtig Power, weil ich habe so viele Apps, dann kann ich natürlich auch mit den 33 Euro ins Feld gehen. Man sieht aber schon, wenn man sich das so durchrechnet, dann muss ich wenigstens 4 Apps irgendwie haben, bevor sich das anfängt zu lohnen. Das heißt also, ich kann mir quasi jetzt eine Lizenz holen, dann kann ich entsprechend Power-Apps auch mit veröffentlichen, kann sie mit anderen teilen, etc. pp. Das heißt also, vom Pricing-Modell ist das wieder so ähnlich ein bisschen wie bei Power BI. Ja, und das Ganze funktioniert dann folgendermaßen. Beides. Das ist wieder, wie gesagt, bei Power BI ist ja genau dasselbe. Ne? Da habe ich quasi auch keine Viewer-Lizenzen, sondern ich habe auch immer entsprechend quasi eine Collaborator-Lizenz, könnte man das nennen. Genau. Was es noch gibt, ist ganz relativ neu. Auch machen kann, ist, es gibt quasi sogenannte Portale bei Power Apps. Da können Sie dann auch wirklich externe, wirklich nur Lesezugriff geben. Das gibt es auch noch. Ein sehr interessantes Pricing-Modell. Ich bin persönlich eigentlich nicht so ein mega Freund davon, weil man das relativ schlecht kontrollieren kann. Aber so, dass Sie, wenn ein externer User sich einloggt in dieses Portal, dann hat er quasi damit einen Login verbraucht. Und was Sie dann machen ist, ne, was Sie bezahlen, Sie ahnen es schon, das ist, dass Sie nach Logins dann wirklich bezahlen. Dementsprechend irgendwie können Sie dann pro User, glaube ich, irgendwie 100 Logins sich dann irgendwie kaufen. Bin mir nicht hundertprozentig jetzt gerade sicher, das ist nicht gerade mit dem Pricing, das ist nicht ein Fachgebiet, aber letztlich ist es etwa so, das heißt,
ein Login ist, glaube ich, für 24 Stunden auch gültig. Dementsprechend, wenn Sie es wirklich, wenn Sie sich einloggen, dann haben Sie, können Sie dann tagelang drin rumfuschen und es wird kein neues Login generiert, aber so ist das. Das ist übrigens lustigerweise ähnlich zu dem neuen Power BI. Die haben ja letztens auch mal was rausgebracht. Ich glaube, er ist irgendwie das Data Studio, heißt es. Da tut es jetzt übrigens genau das heißt also, bei AWS ist es nicht wie bei Power BI pro Monat, sondern da haben Sie wirklich immer diese entsprechenden Logins, die Sie damit bezahlen. Ist hier, wie gesagt, auch ähnlich dann bei den Portalen. Ist aber, sage ich mal, wirklich nur was für externe User, wenn Sie das damit drauflassen möchten. Genau. So, jetzt gehen wir hier mal rauf. Also ich habe jetzt letztlich habe ich hier verschiedene Sachen in meinem Power BI Apps Portal. Was ich zuerst einmal machen kann, ist, ich kann hier erstmal mir verschiedene, das heißt also, ich habe hier diesen Punkt Daten, da kann ich jetzt zum Beispiel verschiedene Entitäten mir anschauen oder auch definieren. Power Apps funktioniert quasi genauso wie Power BI, also alles, was auf der Power Plattform ist, hat das sogenannte Common Data Model. Common Data Model heißt nichts anderes als, das ist so ein bisschen wie bei Salesforce, es gibt quasi einfach ein paar vorgefertigte Entitäten, wie zum Beispiel die Adresse, die Anlage, den Benutzer, whatever. Ne? Gibt es noch verschiedene andere Sachen, Firma, Kontakt, etc. Das sind alles so verschiedene Entitäten, die in diesem Common Data Model normalerweise drin sind. Das kann, wie gesagt, auch Power BI kann das auch mit nutzen nachher. Und die kann man natürlich noch erweitern und auch entsprechend auch mit Daten füllen. Verbindungen, da gibt es quasi eine ganze Menge. Das heißt also, was Sie machen können ist, jetzt habe ich hier zum Beispiel noch nicht so viel drin. Man sieht hier, ich habe hier irgendwie eine Office 365, ich habe hier meinen Custom Connector, habe aber auch zum Beispiel meine SQL Server mir mal definiert oder zum Beispiel Azure DevOps. Das heißt also, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Verbindungen, die ich nutzen kann. Davon gibt es auch eine ganze Menge, ich glaube über 150. Das heißt, dass man sieht ja, ich habe hier Salesforce, Dynamics, Dropbox, you name it. Also man hat auf jeden Fall eine ganze Menge da. Auch wer in AWS ist, habe ich zum Beispiel auch für Amazon verschiedene Konnektoren. Ich glaube S3 müsste auch mit dabei sein. Azure AD. Das heißt, dass man sieht, man hat hier schon eine ganze Menge, wie gesagt, schon da. Was man aber immer noch machen kann, ist, wenn das überhaupt nicht reicht, oder Sie zum Beispiel irgendeine Legacy-Anwendung haben, die Sie aber damit benutzen möchten, dann können Sie auch Custom Connectors auch sich definieren. Das heißt also, Sie können auch hier reingehen. Das habe ich jetzt zum Beispiel in dem Sinne hier mal gemacht, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe jetzt zum Beispiel meine drei Azure-Functions, was wir vorhin im Bild gesehen haben, und die liefern mir von irgendwo Daten, dem Connector erstmal völlig egal. Ich sage, ich gebe ihm einfach diese OpenAPI-Swagger-Definition, und dann ist er glücklich. Das heißt also, dann kann ich mir auch letztlich einen Custom-Connector erstellen mit verschiedenen Funktionen, die ich dann brauche, zum Beispiel zu meinen Entitäten, wie gesagt, Legacy-Anwendung etc. pp. Und das funktioniert, wie gesagt, einfach, indem ich hier hingehe, dann typischerweise entweder gut, ich kann es auf der grünen Wiese erstellen, ist meistens nicht so günstig. Typischerweise nimmt man tatsächlich entweder diese Open-API-Datei und importiert sie, oder manche machen es auch gerne mit Postman, funktioniert letztlich auch wunderbar. Das heißt also, ich kann letztlich einfach über meine Requests, die ich mir definiere, kann ich das letztlich diesen Connector mit erstellen. Ziemlich coole Geschichte, funktioniert normalerweise auch ganz gut, aber wie gesagt, das hat ein Kollege für mich noch mitgebracht, dementsprechend, da gibt es irgendein Problem nachher. Genau, so, jetzt haben wir unsere Konnektoren, unsere Entitäten alle definiert und was wir jetzt machen ist, dass wir uns verschiedene Apps dann erstellen können. Das heißt, wir würden jetzt hingehen, würden eine neue App erstellen oder eine importieren. Und in unserem Fall haben wir jetzt zum Beispiel diese NYC Traffic Demo App. Und wie gesagt, wie das nachher aussieht, ist so. Ich probiere das mal ein bisschen wieder größer zu machen, dass man das sehen kann. Oh toll, er macht das nicht. Nein, das ist natürlich ungünstig. Dann müssen wir ein bisschen scrollen. So, das heißt also, was habe ich hier? Ich habe letztlich quasi eine Strukturansicht und meine Leinwand in der Mitte. Und was ich jetzt machen kann ist, Moment, wir können hier wieder rauszoomen. So, oh je. So,
Was ich jetzt quasi machen kann, ist, dass ich verschiedene Sachen auf meine Leinwand definieren kann. Jetzt könnte ich, jetzt habe ich zum Beispiel hier irgendwie meine Seite Taxi-Info, dann habe ich noch eine Settings-Seite, wo noch andere Sachen wie ein Bing Maps Key zum Beispiel noch zu hinterlegen sind. Aber meine Karte sieht es quasi so aus und jetzt kann ich hier verschiedene Items auf der Canvas mit definieren. Sie merken, es ist so ein bisschen ähnlich wie in Power BI. Das heißt also, Sie gehen jetzt hin, haben jetzt hier zum Beispiel einfach einen HTML-Text, der letztlich das, Moment, so, der letztlich hier oben uns diesen Header nur gibt. Und dann kann ich zum Beispiel hier hingehen und sehe auch die entsprechenden Eigenschaften. Da habe ich hier meinen entsprechenden Text gesetzt. Da könnte ich jetzt natürlich auch noch irgendwelche HTML-Text mit benutzen, das funktioniert alles. Dann habe ich hier noch verschiedene andere Items, die alle noch mit drin sind, die dann letztlich hier alle darüber definiert werden. Das heißt also, ich habe zum Beispiel hier einen entsprechenden Timer mit dabei. Das ist der hier oben. Das ist dieser hier, der quasi an der Stelle zum Beispiel dazu dient, dass die Webseite zum Beispiel alle paar Sekunden wieder updaten. Das kann man tun. Oder Sie haben hier zum Beispiel auf diesem Item hier drüben, da haben Sie letztlich einen Link zur zweiten Seite. Das heißt, dass Sie auf die Settings-Seite mit ihr überwiesen werden. Das heißt, dass man sieht, man kann hier schon eine ganze Menge machen. Ich könnte hier auch, wie gesagt, auch zum Beispiel noch weitere Visuals definieren, die dann zum Beispiel miteinander agieren. Das heißt also, hier habe ich zum Beispiel die Karte und man sieht auch, was dahinter steckt. Das heißt, in der Karte ist dann letztlich auch nur ein Connector zu Bing Maps und da wird dann letztlich die entsprechende Karte mit zusammengebaut mit meinen entsprechenden Taxis, die da rumfahren. Und was ich jetzt eben auch machen kann, ist zum Beispiel, jetzt könnte ich hingehen und könnte zum Beispiel, wie gesagt, dieses Visual, Moment, könnte ich mir dieses Visual mit interagieren lassen. Gucken wir uns das mal an, wie das nachher aussieht. Wenn Sie das testen möchten, dann können Sie einfach hier oben hingehen und einfach Vorschau drücken. Das heißt also, Sie sagen Play. Und dann geht das hier tatsächlich los. Das heißt, jetzt sind Sie wirklich in der App drin. Das könnten Sie, wie gesagt, hier entsprechend zum Beispiel klicken. Ja, jetzt geht er auch los. Das heißt, es passiert ja auch was. Oder ich kann zum Beispiel hier verschiedene Sachen mit einbinden. Das heißt also, wenn ich hier gucke, man sieht es hier unten grün, dass ich jetzt hier zum Beispiel die entsprechenden Layers von Bing Maps mit angezeigt bekomme. Ja, dummerweise gibt es halt irgendein Problem mit der Kommunikation mit dem Custom Connector. Da habe ich anscheinend irgendwann zwischendurch was kaputt gemacht beim Testen. Das tut mir sehr leid, aber man kann sich, glaube ich, relativ gut vorstellen, wie das nachher aussehen soll. Genau, dementsprechend, so funktioniert das Ganze in Power Apps. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Was ich natürlich dann machen kann, ist, wenn ich damit fertig bin, dann kann ich das Ganze natürlich erstmal speichern. Das heißt also, ich kann mir das speichern, kann ja auch an der Stelle auch irgendeinen Commit-Log mit angeben und dann kann ich das Ganze am Schluss auch veröffentlichen. Das heißt, wenn ich das veröffentliche, dann ist das auch für andere in meiner Organisation, die in der Power Apps Lizenz haben, auch sichtbar. Und dann kann ich auch eben das auf verschiedene Plattformen letztlich auch mit verteilen. Das wird alles von Microsoft im Hintergrund gemacht. Genau. So, jetzt muss man kurz mal überlegen. Hatten wir jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ansonsten, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, zeige ich Ihnen gerne noch mal ein bisschen was anderes Spannendes. Bitte. Dann nutzen wir die Zeit. Dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. So, wir waren hier gewesen und wir gehen hier noch mal zurück. So, das heißt also, jetzt haben wir uns quasi einen Teil schon angeschaut und ich mache das mal mit der Maus, das geht immer einfach. Also wir haben angesehen, diese Interaktion mit den Azure Functions, dem IoT-Hub, dass das funktioniert, das haben wir gesehen. Das heißt also, unsere Trips, die generiert werden, wandern wunderbar hier in unsere SQL-Datenbank und was man jetzt leider eben, wie gesagt, nicht so schön sehen konnte, ist, dass ich halt eben weitere Azure Functions, wie gesagt, als Custom Connector auch mit benutzen kann. Power Apps haben wir uns auch angeschaut. Das heißt also, was würde jetzt quasi noch bleiben? Naja, spannend wäre zum Beispiel zum einen, was man auch noch sonst noch machen kann. Man kann zum Beispiel
an der Stelle auch entsprechend sich Notifications zum Beispiel auch noch mit senden lassen. Das funktioniert übrigens in Azure mit solchen Logic Apps oder auch in der Power Plattform selber, dann nennt sich das Ganze Flow. Hat jemand von Ihnen schon mal einen der beiden Begriffe gehört? Das ist schon mal sehr schön. Genau. Ich sag mal ein paar persönliche Meinungssätze mal dazu. Ich bin persönlich nicht der größte Freund von Flow und Logic Apps. Es macht aber in bestimmten Situationen tatsächlich Sinn, nämlich dann, wenn Sie irgendeinen Workflow haben, den Sie a. schnell mal benötigen und b. wenn Sie wissen, dass Sie das nicht allzu oft ausführen werden. Das heißt also, das ist eher ungünstig, das zu nutzen, wenn Sie wissen, okay, heute habe ich vielleicht nur pro Stunde nur 10 Aufrufe, aber in spätestens 1-2 Monaten habe ich 50.000 Aufrufe. Dann fängt das Ganze an, nicht mehr schön zu werden, weil Logic Apps sind relativ teuer, insbesondere im Vergleich zu Azure Functions. Die werden nämlich auch nach Nutzung abgerechnet. Und letztlich kann man sich das auch so ähnlich vorstellen. Der Azure Function haben wir gesehen, ne? Ich habe irgendwo einen Input, ich habe einen Output, dazwischen passiert irgendwas. Also ich röte quasi die Daten einmal durch die Waschmaschine. Genau dasselbe funktioniert auch bei Azure Logic Apps. Wenn man sich das näher anschaut, kann man auch wunderbar, also man kann das natürlich auch wieder im Visual Studio machen. Ich kann aber auch einfach hingehen und mir so etwas hier angucken. Das heißt also, wir können jetzt einfach mal zum Beispiel eine neue mal hier platzieren. Das heißt also, wir gehen hin, eine Logic App, können eine neue erstellen. Das heißt also, jetzt muss ich mir wieder bla, so, use existing, muss ja an der Stelle jetzt natürlich, so, off, okay, wunderbar. So, die wird jetzt erstellt im Hintergrund. Und jetzt können wir gleich sehen, was genau die Logic App tut. Das heißt also, insbesondere eben für E-Mail-Notifications ist es durchaus eine Sache, die sehr, sehr beliebt ist und wo ich auch sage, okay, das ist tatsächlich ein schöner Anwendungsfall. Das heißt also, ich kann tatsächlich hier raufgehen und könnte jetzt ähnlich wie zum Beispiel auch, ich will auch jetzt kein Video hier angucken. So, zack. Belenk ist doch das einzig Wahre. Okay, habe also quasi auch hier ähnlich wie bei der Power-Plattform auch ganz, ganz viele verschiedene Konnektoren. Das heißt also von Salesforce, O365, OneDrive etc. Da ist eigentlich so gut wie alles dabei, was das Herz begehrt. Und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und könnte zum Beispiel sagen, okay, machen wir das Ganze doch einfach hier mal mit dem SQL-Server, Trigger. Das heißt also, jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, hey, wenn ein neues Item in meiner Tabelle kreiert ist, ne? Das heißt also, dann gehe ich hin. Und jetzt fragt er mich natürlich, okay, welche möchtest du denn überhaupt? Welche Connection? Jetzt könnte man zum Beispiel diesen hier mal nehmen. Username ist dieser. Ups. So. On-Premises Gateway brauchen wir nicht. So, das müsste funktionieren. Ach ja, Moment, er will natürlich noch eine Datenbank von mir. Stimmt, richtig. SQL Server. Dankeschön. Sehr gut aufgepasst. Genau, so, jetzt habe ich quasi so ein Ding hier drin. Das heißt also, er fragt jetzt natürlich, okay, ja, welcher Table ist es denn? Kann ich da irgendwas eintippen? Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Das heißt also, ich kann mir zum Beispiel einfach irgendeine Tabelle, wo neue Notifications in der Datenbank generiert werden, einfach hiermit ersetzen. Dann wird er quasi regelmäßig gucken, ob er denn irgendwelche neuen Items hat. Und was ich jetzt tue, ist einfach, dann kann ich einen neuen Step mal definieren. Das heißt also, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hey, wenn ein neues Item da ist, dann möchte ich doch zum Beispiel eine E-Mail schicken. Das heißt also, ich sage zum Beispiel hier Office 365 Outlook. Oder aber, ich möchte gerne, weil ich weiß, dass meine Kunden E-Mails nicht lesen würden, in unserem Taxi-Beispiel wäre das jetzt zum Beispiel eher eine SMS, die ich schicke. Das heißt also, dann gehe ich zum Beispiel hin und kann zum Beispiel hier Twilio benutzen. Moment, wo ist er genau da? Ne? Dann könnte ich zum Beispiel einfach Twilio setzen und könnte jetzt zum Beispiel hier entsprechend eine SMS-Text-Message senden. Mit der entsprechenden, natürlich, wenn nur dann, wenn natürlich hier alle entsprechenden Informationen hier hinten gesetzt sind im Server. Das heißt also, ich müsste irgendwie die entsprechende
Telefonnummer, die müsste damit da sein, oder ich muss die mir von irgendwo noch holen. Wenn ich die mir holen muss, ist es auch nicht schlimm. Dann kann ich ja quasi auch zwischendrin, wir können das ja nochmal wegnehmen, dann könnte ich jetzt zwischendrin auch einfach erstmal den Lookup machen. Wo ist er? Moment. Da gab es doch so eine tolle Lookup-Funktion. Genau, da ist er. Das heißt also, ich habe quasi auch hier sowas wie GetLookupList. Das heißt, ich könnte noch aus einem zweiten Datastore mir noch die entsprechenden Daten noch mit sammeln und rausholen. Das heißt, also Sie sehen schon, okay, ich habe da eine ganze Menge Möglichkeiten und das ist im Grunde genommen komplett codeless. Das heißt also, das Einzige, was ich hier höchstens mal mache an Code, das ist schon das Allerschlimmste der Gefühle ist, wenn ich hier ein Custom Value mal hinterlege irgendwo. Moment, machen wir vielleicht mal, gucken wir mal, kann ich doch bestimmt noch mal was Schönes hinterlegen. Filter Query. So, wo hat er denn den Advanced Editor? Wo ist der denn? Moment. Genau. So, das heißt also, das Allerschlimmste ist, dass ich hier irgendwie mal so eine entsprechende Formel irgendwo eintippe, aber mehr ist das typischerweise nicht. Das heißt, es geht immer nur darum, dass Sie halt den entsprechenden Input, den Sie bekommen, dass Sie den geparst bekommen und mehr. Und dann ist man auch an der Stelle schon fertig. Mehr Code werden Sie hier an der Stelle nicht finden. Aber, wie gesagt, ein Wort der Mahnung, das Ganze ist halt eben nicht ganz günstig. Das heißt also, wenn Sie das benutzen wollen, dann können wir uns das ja wieder angucken. Das heißt, wir gehen wieder in unseren Preisrechner rein. Dann gucken wir uns einfach mal an, wie viel der ganze Spaß vermutlich kostet. Hier haben wir auch die Logic-Apps, weil die halt auch im IoT-Umfeld durchaus mal zu finden sind, wenn irgendwas passiert. Aber, wie gesagt, bitte benutzen Sie das nicht auf Event-Basis. Ansonsten werden Sie definitiv arm. Vielleicht möchten Sie ja Microsoft auch ein bisschen supporten, dann bitte nutzen Sie es. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also wir sind wieder in Europa Westen und wir sagen jetzt einfach, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, weiß nicht, 1 Million Ausführungen. Ist das 1 Million? Nee, sind 100.000. Machen wir noch einen mehr. Ausführungen des Standard-Connectors, das sind also in dem Fall dann, sagen wir mal zum Beispiel, das sind jetzt, nee, nicht eins, sondern es sind dann 2 Millionen bei unserem Fall. Zack. Weil ich habe ja quasi einmal in und einmal out. Ne? Dann wird das Ganze schon ein bisschen teuer. Und da habe ich noch nicht mal irgendwas anderes hier gemacht. Also man merkt schon, ne, das ist jetzt nicht mehr, in der Form macht es dann nicht mehr so viel Spaß. Da ist das schon, da kommen schon Preise zusammen, die ich dann halt nicht mehr unbedingt bezahlen möchte. Aber wenn man sich, wie gesagt, jetzt mal überlegt, okay, pro Monat sind das vielleicht, keine Ahnung, 10.000, ne? So, dann sind wir hier auch, ne, in einem Bereich, wo man das auch sinnvoll irgendwie noch handeln kann. Das heißt also, wie gesagt, so für E-Mail-Notifications, da kann man mal rangehen mit den Logic-Apps und das hat man auch wirklich extrem. Also das ist eine Geschichte mit Error-Handling und allem drum und dran. Also wenn Sie das wirklich sauber auch ausführen, dann sind Sie da vielleicht bei, keine Ahnung, lassen wir es mal 4 Stunden vielleicht, ne? Vielleicht 8, wenn Sie ein bisschen noch Zeit brauchen. Dementsprechend sind Sie da eigentlich sehr, sehr schnell. Aber man muss es halt eben entsprechend auch mit bezahlen. Genau. Letzte Frage mal noch. Kennt einer von Ihnen eigentlich die 2 goldenen Regeln der Cloud? Okay. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man diese 2 Regeln verstanden hat, dann versteht man A, genau wie die Cloud funktioniert. Und dann versteht man auch, ohne dass ich diesen Pricing-Rechner benutze, versteht man auch sofort, ob ein Service teuer ist oder nicht. Es gibt 2 Regeln. Regel Nummer 1. Storage ist günstig und Compute kostet viel. Das heißt also, haben Sie einen Service, der Compute nutzt, ist der vermutlich teuer. Haben Sie einen Service, der wenig Computer, aber zum Beispiel viel Storage nutzt, ist der vermutlich ziemlich günstig. 2. Regel, und das ist die wichtigere, die geht auch mit der 1. Regel ziemlich überein. Je mehr Low-Level ein Service ist, den Sie nutzen, desto günstiger ist er. Je weniger Code Sie selber schreiben müssen, desto teurer ist er. Das heißt also, wir können schon allein deshalb ableiten, zum Beispiel ein Azure Functions muss also per se schon deutlich günstiger sein, weil das ist, ich muss richtigen Code schreiben. Muss ich nur noch so ein bisschen Code schreiben, dann ist das halt so ein Mittelpreissegment. Und so eine Azure Logic App, da schreibe ich halt theoretisch gar keinen Code mehr, da muss ich auch richtig dafür blechen. Genau dasselbe zählt auch zum Beispiel für eine Azure Data Factory.
Azure Data Factory, ich weiß, ne, viele Kollegen sind da extrem dafür. Und ja, ich liebe sie auch. Aber sobald ich zum Beispiel mal mehr als einmal täglich irgendwo Daten laden will oder vielleicht noch einmal stündlich, das ist aber auch so das Maximum, aber wenn Sie auf so Near-Real-Time umschwenken wollen, alle 15 Minuten, da werden Sie richtig arm mit der Data Factory, weil das ist code-free. Das heißt also, das ist per se schon teuer. Genau. Ich hatte gerade noch irgendwo eine Meldung gehabt. Okay, dann hat es wahrscheinlich... Ja. Genau. Ups, nee, Postman wollte ich nicht. So, gehen wir mal zum Schluss. So, das heißt also, genau, das werden wir es nicht mehr ganz schaffen mit den Durable Functions. Das ist aber, wie gesagt, auch etwas, was man sich definitiv mal anschauen sollte. Gibt es grundsätzlich noch Fragen? Genau, iOS. Genau, iOS und Android wird unterstützt auch. Genau, die funktionieren immer über einen Webbrowser. Exakt. Das kommt drauf an. Also, wenn ihr, also Sie haben ja gesehen, wenn ich das hier mache, kann man ja mal angucken. Wenn ich hier nochmal reinschaue, gehen wir nochmal rein in die Demo zurück. So, wenn ich das hier nochmal auf Play drücke. Jetzt habe ich natürlich das so, ne, das dementsprechend, das wirkt jetzt etwas klobig, ne, weil es jetzt halt einfach auch dementsprechend jetzt nicht so dolle von mir umgesetzt ist. Ne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, jetzt könnte ich ja zum Beispiel hier das Fenster auch zum Beispiel mal einfach etwas kleiner machen. So, jetzt sehe ich auch, ne, das Ding quasi ist wie Power BI, das skaliert sich quasi mit. Das heißt, das ist auch, das ist letztlich wie Power BI in meinem Netz, das Pixel Perfect. Ne, dementsprechend, der geht halt immer mit. Und deshalb ist es halt auch relativ einfach, quasi zwischen Web und einem Mobilgerät halt austauschbar, einfach genau aus diesem Grund. Das heißt also, dadurch, dass es pixelperfekt ist, sieht es halt natürlich jetzt hier klobig aus. Es wäre aber zum Beispiel, wenn es so ist, wäre es natürlich nicht der Fall. Ich muss das mir natürlich dementsprechend auch für einen normalen Browser dann auch ein bisschen hinbauen. Ja, also wie gesagt, es ist eigentlich fast genau dasselbe, also dieselbe Technik drunter wie bei Power BI. Mhm. Genau. Genau, genau. Man muss es natürlich dementsprechend dann umformen, ne, damit es halt auch für Mobilgeräte auch funktioniert. Genau, weil wie gesagt, also die View ist halt immer die, die ich halt nachher dem Benutzer präsentieren will. Das heißt, ich könnte es in dem Falle, ne, müsste das Handy halt natürlich immer auf quer nehmen, dann wird es auch damit funktionieren. Ist wie gesagt exakt genau dasselbe wie bei Power BI, da ist es genau dasselbe. Also wenn Sie das auch mal dort mit dem Report versuchen, da sehen Sie das auch. Bitte? Genau, richtig. Der braucht, also genau, ne, also ich brauche quasi für die Apps, die ich nutzen möchte, muss ich pro Monat immer etwas bezahlen. Auch als User. Es sei denn, Sie sind halt eben, wie gesagt, also externer User, dann gibt es halt eben noch diese Portale, ist aber wirklich etwas mehr so ein Exotisches schon. An der Stelle. Das. Genau. Weitere Fragen? Okay, dann würde ich ganz gerne noch mal kurz eine kurze Zusammenfassung geben. Genau, was haben wir gesehen? Das heißt also, als Zusammenfassung, also erstens mal, man sieht halt diese Azure IoT Suite, die funktioniert letztlich quasi, ne, wie bei Lego, einfach wie ein Steckbausatz. Das heißt also, ob ich nun eine Azure Function oder ein Stream Analytics oder etwas anderes zusammen versuche zu flanschen, das ist typischerweise sehr, sehr einfach umsetzbar. Da gibt es, wie gesagt, schon komplett integrierte Codepfade. Es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele, die man sich auch runterladen kann, insbesondere von GitHub. Und das funktioniert sehr, sehr cool. Azure Functions, wie gesagt, ich kann Ihnen das eigentlich nur ans Herz legen, weil von einer Pricing-Perspektive ist es einfach etwas, was unschlagbar günstig ist. Wir sind mittlerweile schon kurz davor, dass wir auch überlegen, ob wir auch zum Beispiel sowas wie Datenflüsse, also sag ich mal, so eine Art Low-Level ETL, dass wir sogar das auf Azure Functions eher hieven, weil es halt einfach so unfassbar günstig ist und teilweise eher von der Data Factory da schon eher abweichen. Sobald man halt in irgendwelche Near-Real-Time-Verfahren reinkommt, da ist man dann wirklich, Szenarien reinkommt, dann ist man, wie gesagt, mit Azure Functions
Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr, sehr gut beholfen. Ansonsten haben wir gesehen, Power-Apps sind halt eben, wie gesagt, auch relativ schnell erstellt, auch mit wenig Code-Aufwand, ähnlich eben wie bei Power BI. Und ich habe jetzt quasi auch dort ein anpassbares Design. Ich kann auch Custom-Connectoren entwickeln. Dementsprechend ist es auch ziemlich flexibel. Und wenn ich also kein Entwicklungsteam habe, was mir jetzt Apps bauen kann, oder ich brauche einfach einen kurzen Proof of Concept, dann kann ich auch damit sehr, sehr schnell erstmal arbeiten. Insbesondere eben für Proof of Concepts nutzen wir es halt eben auch sehr, sehr gerne. Dass man auch dem Kunden erstmal ein Gefühl vermitteln kann, wie könnte das nachher im Endeffekt aussehen. Genau, und damit bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Vergessen Sie nicht die beiden goldenen Regeln der Cloud. Wenn Sie die beherrschen, dann wissen Sie, dann können Sie jedem sofort erzählen, ob ein Service vermutlich teuer ist oder nicht. Und das wird sich in aller Regel auch bestätigen. Genau. Dann vielen Dank. Machen Sie es gut.